Hallo, mein Name ist Julia und ich bin dein Mathematik macht Freude Freunde Coach bei der Videoreihe zur Prozentrechnung. Wir haben uns bereits überlegt, was Prozente sind und auch wie man sie in einem Prozentkreis darstellen kann. Heute starten wir wirklich mit der Prozentrechnung. Also los geht's. Du weißt ja bereits aus den letzten Lernzyklen, dass 1% dasselbe ist wie ein Hundertstel. Und du weißt auch, wie man diesen Bruch als Dezimalzahl schreiben kann. Außerdem weißt du schon, wie man Prozente in einem Prozentkreis darstellen kann. 50% von diesem ganzen Kreis sind also dieser gelb markierte Kreissektor. Okay, was schauen wir uns jetzt also heute an? Unser Ziel ist es, 15% von 60 berechnen zu können. Wie geht das? Naja, 60. So was Ähnliches haben wir ja jetzt schon gemacht. Wir haben uns das letzte Mal überlegt, was 15% von einem ganzen Kreis werden. Und jetzt überlegen wir uns das halt nicht von einem Kreis, sondern von der Zahl von 60. Okay, 15%, das weißt du auch schon, 15% können wir als Hundertstel schreiben. Das heißt, eigentlich müssen wir uns jetzt überlegen, was 15 Hundertstel von 60 ist. Okay, ich habe eine Grafik für dich mitgebracht, anhand derer wir uns das vielleicht ein bisschen besser vorstellen können. Dieser Streifen, dieser grüne, der entspricht jetzt unserer Zahl 60. Du siehst doch hier, ich habe eine Skalierung dabei, der ist genau 60 Einheiten lang. Und 15 Hundertstel von 60 wollen wir jetzt berechnen. Das heißt, ich habe den Streifen einmal in 100 Teile geteilt und 15 habe ich markiert, denn genau 15 Hundertstel wollen wir ja haben. Und wir sehen schon, das Ergebnis, das wird wahrscheinlich ein bisschen kleiner als 10 sein. Wie kommen wir darauf jetzt? Unser Ziel wird sein, zuerst einen Teil zu berechnen und von diesem einen Teil dann auf die 15 zu schließen. Jetzt aber nochmal langsam zum Mitschreiben. Zuerst wollen wir uns überlegen, wie groß ein Teil von diesen 100 Teilen ist. Das heißt, eigentlich überlegen wir uns, was ein Hundertstel von 60 ergibt. Wie können wir uns das berechnen? Naja, wenn wir 60 in 100 Teile teilen und wir wollen wissen, wie groß der Teil ist, ja, dann müssen wir 60 durch 100 dividieren. Nochmal kurz zur Erinnerung. Wir könnten stattdessen auch schreiben 60 Hundertstel und uns überlegen, wie groß das als Dezimalzahl ist. Wie ging das nochmal? Ganz genau, Kommaverschiebung um 2 Stellen nach links als Eselsbrücke. Das heißt, da kommt 0,6 heraus. Du kannst gern noch eine Nebenrechnung machen, wenn du diese Eselsbrücke nicht so gerne magst. Jetzt wissen wir, wie groß ein Teil ist und schließen daraus, wie groß dann 15 Teile sind. Das heißt, wir wissen dann, was 15 Hundertstel von 60 ergibt. Das heißt, wir müssen diese 0,6, also einen Teil, mal 15 rechnen, um zu wissen, wie viel 15 Teile sind. Du kannst jetzt gerne eine Nebenrechnung machen. Ich habe aber das Ergebnis gleich für dich mitgebracht. Es kommt nämlich 9 heraus. Das heißt, zuerst haben wir ein Hundertstel von 60 berechnet. Und ein Hundertstel, ja, das entspricht genau 1% von 60. Und dieses eine Prozent war 0,6. Und dann haben wir gesehen, was 15% von 60 ergibt. Das ist nämlich 9. Somit haben wir auch schon unsere Lösung. 15% von 60 ist 9. War doch gar nicht so schwer, oder? Fassen wir es noch einmal in einer Tabelle zusammen. Aber bevor wir das machen, schauen wir uns das kurz nochmal in der Skizze an. Ein Teil war 0,6. Die 15 Teile gemeinsam haben dann 9 ergeben. Und ja, das kommt ziemlich gut hin. Sehr gut. Jetzt aber wirklich zur Tabelle. Ich habe hier eine Tabelle, wo wir in der linken Spalte Prozente eintragen können und rechts immer die dazugehörenden Werte. 60 zum Beispiel, das war
unser Ganzes, von dem wir ausgegangen sind. Das heißt, 60 entspricht genau 100%. Und von diesen 60, von diesen 100%, haben wir uns als nächstes 1% berechnet. Das war 0,6. Dann haben wir uns 15% ausgerechnet. Erinnere dich, wir haben die 0,6 dazu mal 15 gerechnet und es ist schließlich 9 herausgekommen. Ich schreibe hier jetzt immer die Prozente dazu, bräuchte ich nicht, oben steht eh Prozent, aber dass du diesen Unterschied siehst. Links sind Prozente und rechts, das sind Werte, die diesen Prozenten entsprechen. Wüsstest du auch, welcher Wert 50% entspricht? Naja, 50% ist ja genau die Hälfte von 60, also 30. Überleg dir vielleicht kurz, wie viel 25% von 60 sind. Du bist bestimmt aufs richtige Ergebnis gekommen. 1% ist 0,6. Wir multiplizieren das jetzt mal 25, denn wir wollen ja 25% haben. Und da kommt 15 heraus. Das heißt, du siehst, wir können die Prozente und die dazugehörenden Werte so schön in einer Tabelle sichtbar machen. Jetzt stellt sich die Frage, wir konnten ja jetzt super gut diese Rechnung lösen. Was ist aber, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht 15% von 60, sondern von 90 oder von 120 oder von einer beliebigen Zahl haben möchte? Allgemein fassen wir jetzt also solche ähnlichen Rechnungen mit einer Formel zusammen. Die erleichtert uns nachher das Rechnen wesentlich. Um so eine Formel aufstellen zu können, brauchen wir ein paar neue Begriffe. Wir vergleichen wieder mit unserer Rechnung von vorher. 60, das werden wir ab jetzt als Grundwert bezeichnen oder großes G abgekürzt. Denn 60 waren ja genau unsere 100%, unser Ganzes. Und Zahlen, die 100% in Zukunft entsprechen, werden wir ab jetzt immer Grundwert nennen. 15% nennen wir Prozentsatz oder klein p. Wir erkennen den Prozentsatz daran, dass ein Prozentzeichen dabei steht. Unser Ergebnis, das ist der Prozentwert, also 9 in unserem Fall, oder groß W. Der Prozentwert hängt immer von den Prozenten ab. Würdest du zum Beispiel 50% von 60 ausrechnen, wäre der Prozentwert ein anderer. Wenn wir das jetzt in der Tabelle nochmal anschauen, wird es vielleicht noch etwas klarer für dich. 100% war 60. Deshalb ist 60 unser Grundwert, unser Ganzes. Wert steht als Überschrift der Spalte. Grundwert. Das heißt, ein Grundwert muss immer in der Wertespalte stehen. Genauso wie ein Prozentwert. Im Gegensatz zum Prozentsatz, den erkennen wir an dem Prozentzeichen. Auch 9 wäre ein Prozentwert oder 30 oder 15. Alles Werte. Und der Prozentsatz, wie schon vorher gesagt, der hat immer ein Prozentzeichen dabei. Das heißt, alles auf der linken Seite wären Prozentsätze. Und ein Prozentsatz und ein Prozentwert, die hängen immer direkt zusammen. Okay. Jetzt haben wir mal diese wichtigen Begriffe geklärt. Jetzt kommen wir aber wirklich zur versprochenen Formel. Wie geht das? 15% von 60 ist 9. Das haben wir ja schon berechnet. Wie denn? Naja, wir haben uns zuerst überlegt, wie groß ein Teil ist. Das heißt, wir haben 60 durch 100 dividiert. Dann wussten wir, was ein Teil ist. Und diesen einen Teil haben wir mit 15 multipliziert, weil wir ja 15 Teile, also 15% berechnen wollten. Versuchen wir das jetzt mit den neu gelernten Begriffen allgemein aufzuschreiben. 60, das ist unser Grundwert, unsere 100%. Und den Grundwert müssen wir durch 100 dividieren. Anschließend multiplizieren wir diesen Bruch mit dem Prozentsatz. Und der Prozentwert, der vom Prozentsatz abhängt, kommt uns als Ergebnis heraus.
Wiederholen wir ganz kurz nochmal Bruchrechnung. G-Hundertstel mal P, wie multipliziere ich sowas denn aus? Klar, das weißt du bestimmt noch. Ich muss G mal P rechnen und der Nenner, also 100, das bleibt einfach gleich. Jetzt weißt du auch, dass man beim Multiplizieren die Reihenfolge ändern kann. 5 mal 3 ist dasselbe wie 3 mal 5. Also mache ich das hier, ich vertausche P und G. Und jetzt können wir stattdessen P Hundertstel mal G schreiben. Das ist genau dasselbe. Das heißt, wir sehen jetzt, das, was wir vorher gerechnet haben, können wir auch andersrum schreiben als P Hundertstel mal G. Und das wird jetzt unsere Formel sein, mit der wir immer rechnen. Vergleich das mal mit da oben. Siehst du den Zusammenhang? P Hundertstel. Naja, wir haben ja gesagt, 15% schreibt man als Hundertstel. Das von übersetzen wir als mal und 60 ist mein Grundwert. Und herauskommen tut der Prozent Wert. Dass wir dieses von als mal übersetzen können, das haben wir vorher in der Rechnung festgestellt. So ist eigentlich die Formel intuitiv ganz logisch, oder? Falls du dich jetzt wunderst, denn die Formel kommt irgendwie bekannt vor, aber bei dir im Schulbuch steht statt W ein A, dann will ich dich kurz aufklären. Man kann statt diesem Prozentwert auch Anteil sagen. Es ist ja schließlich auch ein Anteil vom Ganzen. Dann wird das mit kurz A abgekürzt. Im Endeffekt ist die Schreibweise aber egal. Wichtig ist nur, dass dieser Prozentwert oder Anteil immer gewissen Prozenten vom Ganzen, vom Grundwert entspreche. Wenn du das weißt, ist der Name ganz egal. Im nächsten Video schauen wir uns dann ein Beispiel dazu an. Tschüss und bis dann!